Achtung, Ultra-Slow-Mo für den Hardcore-Homo. Kinderlein, was sehe ich hier? Overwatch ist endlich am Start. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir heute mindestens 100 Leute bannen. Für immer. Wenn nicht sogar noch länger. So, zeig mal her, du Sack. Ich finde es schade, dass es nicht direkt da steht, wegen was er angeklagt wird. Aber gut, dann wäre man ja auch so voreingenommen. Also von daher ist es eigentlich ganz in Ordnung. Er ist so suspect. Oh. Okay, völlig in Ordnung. Also bis jetzt völlig in Ordnung. Oder? Okay, gut. Jetzt habe ich gerade eben hier rumgedrückt im Ding. Ich bin so bescheuert. Aber das eben sah... Geht am Schluss so komisch hoch. Stopp. Hey, Moment mal. Das sieht irgendwie so ein bisschen nach Aim Assist aus, oder? Aber er aimt doch die ganze Zeit so widerlich tief. Das ist ganz, ganz merkwürdig, Leute. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe es ja im Livestream schon gemacht, so ein bisschen. Hier ist Overwatch und das hat echt Spaß gemacht mit euch zusammen. Das war richtig edel. Können wir auch gerne nächstes Mal wieder machen, ein, zwei Runden. Jetzt am Dienstag, also morgen ist ja erstmal wieder der durchgepeitschte Dienstag. Da ist ja irgendwas anderes dran, was ich mir für euch ausgesucht habe. Am Donnerstag ist dann auf jeden Fall wieder Counter-Stricken angesagt. So, mal gucken, was er macht. Ich weiß nicht, warum man manchmal so komisch stehen bleibt und einfach geradeaus da weiterguckt, aber das will ich jetzt einfach mal nicht weiter beurteilen. Man fängt ja sonst an, in alles Mögliche was rein zu interpretieren. Ich will jetzt noch ein paar krasse Headshots sehen, komm schon. Okay, der erste ist jetzt draußen. Okay. So, gucken wir mal, was er jetzt treibt. Er schmeißt mit den Granaten rum, total lächerlich. Ich bin auch stolz, dass ich es endlich geschafft habe, den Overwatch-Rang zu erreichen, dass ich soweit bin. Oh, das war jetzt krass. Aber okay, das war auf jeden Fall legit. Gucken wir uns jetzt mit ihm an. Vor allem, wer glaubt, es sind so hart auf dem Boden die ganze Zeit. Das, nur deswegen würde ich ihn bannen direkt, weil er nur auf den Boden guckt, der Vollidiot. Nee, komm, ich sag mal, das ist auch noch... Es ist echt schwierig. Im Livestream habe ich wenigstens direkt euer Feedback gehabt. Also mal gucken, was er jetzt mit dem da oben macht. Okay. Na? Oh. Okay, aber das war noch ein guter Headshot, würde ich sagen. Also der wäre auf jeden Fall reingegangen. Ich weiß es nicht. Hätte er den jetzt auch noch direkt weggeheadert, direkt so an der Wand, so BAM! Wäre es klar gewesen. Also ich denke, ich muss ihm wahrscheinlich so ein bisschen die Aim Assistance-Geschichte, Das war auch einfach nur eine gute Reaktion eben da auf Mitte, also da kann man nichts sagen. Achte mal, gucken, was er jetzt macht, was er jetzt treibt. Schön Double Kill hat er gemacht, aber selbst der war doch völlig in Ordnung. Ich meine, den hätte jeder hin, also den, das war jetzt, oder? Ah, laber nicht, das war's schon. Also Vision auf jeden Fall nicht. Other External Assistance, nein. Griefing, nein. Also ich würde ihm das jetzt auf jeden Fall mal reindrücken, weil bei 3 oder 4 Kills, vor allem am Anfang, weil dass er das auf den Körper schießt und das dann wirklich so ruckartig und jedes Mal auf die gleiche ruckartige Weise hochgeht. Das kennt ja jeder von uns, wenn man auf den Bauch drauf schießt, drauf hält mit Dauerfeuer und eine Kugel verirrt sich in den Kopf. Das ist wieder was anderes, aber er hat da wirklich dann hochgeaimt. Und es war wie so ein kurzer Stopp. Ich weiß nicht, wie das heißt, was das für ein Trigger-Ding ist, aber das kommt mir doch sehr verschissen vor, oder? Ich bin übrigens wieder aufgerankt, Leute. Ich habe hier wieder den Master Guardian Elite bekommen. Ich habe gestern Nacht noch geschrieben, ich mache heute ein Video und dann sehe ich, dass ich gar keins habe. Okay, hopp, ich will das jetzt sehen, alles. Mach einen Speedtag an, sofort. Komm schon. Achtung, was macht er? Komm schon. Ich will irgendwas Offensichtliches sehen, sowas ultra offensichtlich. Tim Salmon. Boah, shit, Alter, der Emo hat auf, schlicht. Er geht sogar weg. Also für einen, ich weiß auch nicht, jemand mit Wallhack hätte da... Nichts. Das war nichts. Wir hatten den reported, wahrscheinlich... Vollidiot. Guck mal, die sich verteilen, die gehen zu viert auf A, der Mitte ist tot. Das sieht aus wie so ein Public-Spiel. Es schien so, als würde er wissen, dass der jetzt da oben ist, aber ich meine, wo soll er sonst sein, oder? Er hat eben noch sein Mate da unten auf Mitte abgeknallt und so. Machen wir mal auf Ultra-Slow, dass wir das erkennen. Achtung! Völlig legit, Alter. Völlig legit. Komm, ich mach mal auf die Hälfte. Das ist zu langsam so. Also ich weiß nicht, wie man noch legiter spielen kann. Zeitlupe, komm schon. Und? Lilly, was machst du jetzt? Fress natürlich. Alter, hopp, das ist doch nicht... Das ist ja wohl total lächerlich, wie der spielt. Man sollte am Schluss, wenn man das Matchmaking bewertet hat, sollte kurz eine Nachricht erscheinen, weswegen er reported wurde. Was die Leute eingestellt haben. Ob es Griefing war oder irgendwie sowas. Da kann man ja auch spezifisch reporten, ne? Völlig cool. Völlig guter Headshot, auf jeden Fall. Kann man nicht sagen. Völlig legit. Völlig in ultra in Ordnung, Mann, wie der spielt. Guck mal, er guckt ganz gemütlich. Er hat ja doch nicht richtig gesehen. Völlig normales Verhalten, wie er spielt. Keine Ahnung, was für Vollidioten den reported haben. Ich will irgendwelche kleinen Wichsbeutel, ne? So kleine Vierjährige, die sich aufregen. Hey, der ist besser als ich. Ich muss ihn reporten. Ich hab mich nochmal bereit, hier zu verlangsamen. Pass auf. Auf Short steht einer. Zack. Also, tun wir uns das mal genauer an, nicht wahr? Alter, völlig in Ordnung, völlig cool. Guck mal, er sieht den anderen gar nicht richtig, weil... Spielt total klar. Er spielt sogar eher schlecht. Ja, an der Stelle könnt ihr vielleicht auch direkt mal einen Daumen nach oben geben.
weil ich so cool bin. Und mir sagen, wie ihr die Overwatch-Geschichte findet. Also findet ihr das interessant, findet ihr das spannend, diese Overwatch-Evidence-Bildschirm-Sachen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, weil man ja auch einfach analytisch herangeht an die ganze Geschichte. Guck mal, und das ist doch völlig klar, dass der nicht cheatet. Wer hat den schon Report reingedrückt? Warum wird er von seinem Mate angefragt? Wahrscheinlich ist der Mate der Cheater. Oh. Komm, vierfach, schneller, hopp, geh. Oh, er bleibt einfach stehen. Gute 30 Stunden. Ha, sehr, sehr merkwürdig. Cheater. Oh, komm, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Gleich kriegt er die halbe Dröhnung. Jetzt. Also, er ist in einem Smoke. Natürlich kann er ihn auch nicht sehen, weil er nicht cheatet. Naja, gut, doch, so bin ich auch. Ja. Man guckt schon noch so ein bisschen die Smoke hin, weil gerade so eine Smoke ist ja auffällig. Da könnte jemand drin stehen. Also. Den hat er auf der Karte gesehen, ne? Der Messermate hat ihn angeschaut und dann sieht man ja auf der Karte, alles ist völlig in Ordnung. Die Bombe haben sie verloren. Ah, nein, oder? Er denkt sich jetzt, fuck man, jetzt cheat ich schon nicht. Und jetzt haben wir die Bombe verloren. Fuck. Da ist er. Hopp, komm, mach jetzt mal irgendwie was an. So, Zeitlupe. Wow, der war nice. So, oh, der war richtig nice. Den holt er sich jetzt noch. Pass auf, den holt er sich noch. Komm schon. Aim zu tief. Aim ich auch so schlimm, ne, oder? Ist voll eklig zuzugucken bei sowas. Oh, war das, er den nicht getroffen hat? Hopp! Also ich würde sagen, der ist völlig, völlig clear, der Kerl. Der hat nichts gemacht. Maximal ein bisschen gut gespielt an mancher Stelle. Okay? Aber sonst super. Völlig verzaubert von dem Kerl, Mann. So uncheaterig, wie der spielt. Achtung. Guck mal, er sieht den nicht. Er hört doch nicht. Du hörst doch nicht, wenn einer kommt. Er stirbt. Das ist doch jetzt wohl, da wird doch jeder Cheater, hätte das doch überlebt, die Runde. Und ich denke, das war es jetzt wahrscheinlich auch, oder? Oh, sehen wir noch eine Runde? Wir dürfen noch eine Runde begutachten. Pass auf, jetzt fängt er an. Jetzt macht's zack und er ist am City-Spawn und knifet alle tot. Da würde ich halt schon mich gerade mal wundern, was du sagst. So, halt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Achtung, Ultra-Slow-Mo für den Hardcore-Homo. Ultra-nice, Mann. Also, ich meine, er kommt einem fast langsam vor. Also, nicht klar, mit Zeitlupe, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Andere hätten so hingeguckt und schon anfangen zu schießen oder schon durch die Kiste durchgeschossen. Also, gerade eben. Aber da ist alles cool. Kriegst alles, du Pisser. Ne, Quatsch. Hat er echt super hinbekommen. Hat er gut gemacht. Nein, damit! Könnt ihr mal sagen, ob ihr sowas interessant findet, spannend findet, solche Overwatch-Geschichten. Und, kackt euch nicht ein.